Hallo meine Lieben und schön, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lola, ich komme aus Österreich. Ich begrüße alle Zuschauer, die mich schon länger verfolgen, natürlich auch alle, die mich heute auch das erste Mal sehen. Und zwar habe ich für euch heute etwas, was ich eigentlich noch nie auf diesem Kanal hochgeladen habe. Es geht eigentlich um diese wunderschönes von Set, ein Starter-Set von der Mrs. Bella. Kollektion. Und zwar hat sie ein Starter-Set rausgebracht. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass sie das rausgebracht hat, beziehungsweise ist das an mir irgendwie vorbeigegangen. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und es war das letzte Stück. Und ihr wisst, wenn etwas das letzte Stück ist, denkt man sich dann wirklich, wenn ich das jetzt vielleicht nicht nehme, vielleicht wird es mir wieder anders wegschnappen. Und deswegen habe ich mich dann doch beim zweiten Mal hinfahren, habe ich mich doch entschieden für diesen Starter-Set. Dieser Starter-Set beinhaltet einmal einen Top-Coat, einmal einen Base-Top und einen Collar. Und zwar kommt das mit einer UV-Lampe, schätze ich einmal, dann einen Nägel-Cleaner, dann kommen wir hier zwei Fein. Und zwei solche, ich sage jetzt einmal Zahnstöcher, das sind solche Stöcher, die man da die Haut, Hornhaut schieben kann. Und das Ganze hat mich gekostet 44,99, also 45 Euro. Und sie hat aber auch noch rausgebracht so einen Set, wo man 5 Nagellacke kriegt für 29,90. Den habe ich mir auf der Seite geben lassen, denn ich war nicht sicher, ob ich soll oder nicht. Denn ich möchte das Ganze jetzt einmal testen. Und weil meine Finger so sind, ich habe mir nämlich bei Trended Up, habe ich nämlich geschaut, es gibt eigentlich bei Trended Up einen UV Power Gel, ja. Und die Dame hat gemeint, ich habe zu ihr gesagt, was ist, wenn es die Nagellacke dann in ein paar Monaten nicht mehr im Aussteller gibt, wo kriege ich sie dann? Sie hat gesagt, es muss nicht von der Mrs. Bella sein, es könnten noch andere UV-Nagellacke gehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich greife einmal zu Trended Up, denn Trended Up habe ich das gesehen, dass er UV Power Gel hat. Auch man muss natürlich damit einen Topcoat auftragen. Ob das mit dem auch geht, sie hat gemeint, das sollte gehen. Wir werden es jetzt probieren, ob es geht oder nicht. Und was mir auch wirklich auch gefallen hat, dass es steht, es sollte mindestens 21 Tage lang halten. Und für mich ist es wichtig, ich bin alleinerziehende Mama. Ich möchte nicht beim jeden zweiten oder dritten Tag, da bröckelt was ab, da ist der Nagellack abgegangen, da ist die Spalte schon drin. Also ich habe da wirklich dann keine Lust, Nagellacke mir aufzugeben, wenn das am zweiten oder gleich nach 5 Stunden ausschaut, wie wenn der Nagellack schon eine Woche wäre. Und deswegen wäre das eigentlich eine wunderbare Alternative. Und ja, so kommt das in einer wunderschönen Verpackung von ihr. Und so schaut das Ganze aus. Ich werde das mit euch zusammen aufmachen. Ich bin ja auch schon sehr, sehr neugierig. Und zwar, wenn man das aufmacht, kommt das wirklich so wunderschön. Ich habe heute das Ringlicht verwendet, das blendet mich jetzt ein bisschen, aber für euch vielleicht ein bisschen besser, denn dann könnt ihr mich besser sehen. So wäre das Ganze ohne Licht, ein bisschen dunkel. Ich glaube, so ist es doch besser. Und zwar, meine Lieben, mir kommt einmal entgegen ein 50 ml Nagelcleaner, kommt mir entgegen. Dann haben wir hier noch kleine Wattebausch, sage ich jetzt einmal, nur in eckige Form. Das erinnert mich immer an Zahnarzt, wo ich früher gearbeitet habe. Dann haben wir hier zwei Lacke, einmal ein Base Top 2-in-1 UV Gel Polish. Und einmal einen Collar UVG Polish. Also habe ich doch noch eine Farbe mitbekommen. Und zwar gerade die Farbe, die ich mir eigentlich gewünscht habe. Das ist so ein bisschen mehr Nudebraun. Denn ich habe mir sowas Ähnliches gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob da jetzt ein Lack drin ist.
Danke, lieber Bella, falls du das siehst, aber sieht mein Video wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Aber falls du es doch sehen solltest, sage ich dir herzlichen Dank, dass du wirklich einen Nagellack auch dazugegeben hast. Weil der andere Aussteller mit diese 5 Lacke, da war auch Nummer noch 1 da und ich habe mir das jetzt auf der Seite geben lassen. Aber ich habe gesagt, ich möchte das einmal testen und am dritten Tag, wenn die Nägel noch immer so ausschauen wie am ersten Tag, würde ich mir schon dann das Set kaufen, weil da spart man sich doch 20 Euro, denn ein Nagellack, eine Farbe kostet 10,99 €. Das heißt, 5 wird mich um die 55 Euro kosten und du kriegst dann doch 5 Nagellacke für 29 Euro, also sind es knappe 25 Euro, was du dir erspart hast. Dann kommen diese Zahnstecher, sage ich jetzt einmal, das ist ja das für die Hornhaut zum Schieben. Eine schöne Nagelfeile, die man merkt auch qualitätmäßig ist es auch super. Also es ist jetzt keine billige Qualität. Und ein Nägelbuffer. Früher hat man Nägelbuffer gesagt, das ist so eine dickere Schicht, wo man da mit mehreren Schichten arbeiten kann. Und das Wichtigste, was jetzt kommt, ist natürlich die UV-Lampe. Und ich werde mich dann noch im Internet schlau machen und auch selbst testen, ob ich dazu wirklich die Nagellacke von Trend It Up probieren kann. Denn ich weiß es, dass viele das mischen und ob das wirklich mit denen geht oder muss ich den anderen kaufen für genau Nail Polish für UV-Lampe. Das werden wir jetzt dann abklären. Ja, auf jeden Fall eine UV-Lampe kommt mir da entgegen. Wir machen sie mal auf. So habe ich jetzt die Lampe nicht so schön sehen können auf der Schachtel. Man kommt natürlich Akku kommt dazu und dann kommt schon dieses Powerbank. Diese Nägellampe kommt mir schon entgegen. Und was ich super finde, dass diese Lampe, wow, diese Lampe ist so wunderschön, hat sie einen Bogen, finde ich super. So kann man sich die Nägel also nicht dann kleckern. Und hier gibt es auch einen Timer mit 30 Sekunden, 60 und 90. Eigentlich ist das eh so standardmäßig. Ja, und ich würde jetzt einmal so sagen, ich mache jetzt einmal hier alles bereit, drehe jetzt ab und zeige euch dann das Ganze mit also umgedrehter Kamera, dass ihr dann sehen könnt, wie das funktioniert. Allerdings werde ich nicht alle Nägel machen, weil es für euch lange dauert. Wir werden mal vielleicht mal die ersten 2 oder 3 machen und dann werde ich euch natürlich auch das Ergebnis sagen. Und natürlich werden wir einen Nagellack mit Trend It Up testen, ob es auch wirklich mit dem geht oder nicht. Oder muss ich mir da wirklich welche kaufen, wo drauf steht UVG-Lampe zu verwenden. So meine Lieben, ich melde mich gleich. Ich habe jetzt alles durchgelesen. Hier kommt eine wunderbare Beschreibung. Alles Schritt für Schritt. Erster Schritt ist so, bringe deine Nägel mit der Feile der Körnung 100 zu 180 in Form. Entferne die Nagelhaut vorsichtig mit einem Rosenhalbstäbchen, indem du sie sanft zurückschiebst. So, das machen wir jetzt und zwar ist diese Feile 100 zu 180 gefragt. Das heißt, ich soll sie jetzt einmal schön feilen. Ich werde sie rund feilen, weil das mache ich eigentlich immer. Dann wachsen die Nägel wirklich immer schön rund oder manche machen spitz. Ich beginne immer rund und ich muss sagen, da kommt einiges raus. Also die Feilen sind sehr gut von der Qualität her. Da kommt wirklich, guckt einmal, da kommt wirklich so ganz, ganz viel, kann man da abschrubben. So, ich werde das jetzt mal hier so feilen. Dann muss man das, die Nagelhaut, das heißt jetzt Rosenholzstäbchen, ich habe nicht gewusst, wie die heißt, geht auch ganz einfach, aber nicht zu viel. Dann könnt ihr euch nämlich verletzen. Dann haben wir den Schritt Nummer 2. Mattiere anschließend mit der Polierfeile oder mit einem Buffer deine Nägel oberflächlich. Das heißt, das ist sehr, sehr, das ist ein bisschen weicher als die. Die war ein bisschen strenger. Das heißt, wir tun sie jetzt so mattieren. Das heißt, du tust sie so oben schön fein.
So, und jetzt werde ich euch näher zusammen zu mich rücken. So, meine Lieben, ich habe da alles jetzt durchgelesen, wie das funktioniert. Es ist sehr einfach, es sind 6 Schritte, die man machen muss und es ist wirklich sehr einfach. Ich habe sogar einen Nagel jetzt schon getestet, damit ich euch alles gut und berichten kann und dass ich dann keinen Ballerwatsch zusammenkriege. Und zwar Schritt Nummer 1. Wir nehmen die Feile 100 zu 180, das ist die ein bisschen stärkere Feile. Wir feilen dann unsere Nägel. Ich feile die Nägel meistens dann immer rund. Und man merkt auch, dann kommt auch sehr viel, ich komme ein bisschen näher, sehr viel Staub raus. Also ich feile die Nägel. Dann kommt auch die andere Feile, das ist ein bisschen weicher. Die ist dann verantwortlich für die Oberfläche. Die Oberfläche sollte auch gut einmal durchgegangen sein, weil wenn die Oberfläche gut ist, nimmt auch den Topcoat besser an. Und zwar habe ich jetzt das gefeilt, dann kommt aus diesem Rosenholz, schieben wir die Haut zurück. Ich habe die Kamera ein bisschen blöd hingestellt, aber wie gesagt, ich mache das alles das erste Mal. Nimmt es mir das nicht übel, wenn ich jetzt da kein Profi bin. So, und dann Schritt Nummer 3, mit dem Nägelcleaner in ein Wattebausch einmal tanken. Also einmal, ich habe nur einen Tropfer genommen, weil für den braucht man jetzt nicht so viel. Ich hatte jetzt nicht so viel Staub oder so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss so viel verwenden. Das heißt, dann haben wir Schritt Nummer 2, mattiere mit der Nagelfeile den Buffer, den Nagel. Das haben wir jetzt gemacht. Dann könnte man eine dünne Schicht des Primers zum Entfalten deiner Nägel verwenden. Man könnte, aber ein Primer ist jetzt zum Beispiel nicht dabei. Schritt 3, trage eine dünne Schicht Base Coat auf und härte die unter der UV-Lampe und die Nägel werden nicht abgeklint. Das heißt, die Nägel werden nicht abgeklint. Okay, das heißt, ich mache jetzt den Top Coat drauf. Ich gebe das jetzt nur auf einer Hand, weil ich da jetzt nicht ein 20 oder 30 Minuten Video machen will. Also Top Coat. Dann die Lampe ist praktisch, wenn man da drauf drückt, zählt das auch die Minuten. Ich mache jetzt mal für euch kurz, guckt da mal, 29, 28, so, jetzt gebe ich die Nägel da rein und warte ab. So, in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal lesen, der Schritt Nummer 4. Verwende eine dünne Schicht der UV-Nagelfarbe und härte sie unter der UV-Lampe aus. Wiederhole diesen Vorhang zweites Mal. Okay, das heißt, wir müssen zweimal dann mit der Farbe. Ich habe die Farbe bekommen, Mrs. Bella Claire 86261. Das ist so ein braunes Nude. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Farbe, gehe ich jetzt einmal mit einer dünnen Schicht. Wenn es mit einer dünnen Schicht wichtig ist, dass man nicht zu viel aufträgt, sonst schaut das dann so dick aus. Ich habe den ersten Nagel ein bisschen dick gemacht. Wichtig ist, dass es nicht so dick ausschaut, sollte man wirklich nur einen Nagel machen. Jetzt drücke ich drauf, härte jetzt dann meine erste Schicht aus. Erste Schicht, das heißt, genau, warte dann aushärten, 30 Sekunden, fertig mit dem Cleaner. Okay, das heißt, wir wiederholen das mit der Farbe jetzt ein zweites Mal. Ich werde jetzt da zurückspülen für euch. Ich zeige euch das dann, wenn ich den Durchgang gemacht habe, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, und jetzt müssen wir mit dem Cleaner noch einmal reintunken. Aber wir müssen 30 Sekunden warten, da mache ich lieber so. Ich bin jetzt bei 60. Guckt mal, wie einfach ist. 30, 60, 90. Also wirklich sehr einfach. 30 Sekunden muss ich warten. Und dann darf ich mit dem Cleaner den überschüssigen Material, also vom Topcoat und das Ganze, was übergeblieben ist, kann ich noch einmal entfernen.
Und wie gesagt, ich muss sagen, ich finde das Ergebnis mit dem ersten wirklich super toll, finde ich das. Ich habe jetzt nur die drei verwendet, werde aber auf jeden Fall alles noch machen. Ich wollte für euch das nur einmal testen. Die 30 Minuten sind um. Entferne jetzt das Überschüssige weg. So, und das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Wo bin ich? Da. Da bin ich, genau. So, das heißt, ich werde jetzt das Restliche noch machen, werde euch aber jetzt nicht mehr mitnehmen. Was ich euch jetzt einmal sagen kann, ich finde das Produkt klasse, werde auf jeden Fall in 3 Wochen noch einmal euch zeigen, wie die Nägel wirklich gehalten haben. Und dann werde ich vielleicht auch eine andere Farbe mit euch einmal testen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich finde dieses Tatter-Set ganz super, hat sie gemacht. Und ich kann es wirklich empfehlen für alle die, die nicht so gerne bei der Nageltante gerne da Stunden sitzen wollen, wenn es manchmal schnell, schnell muss sein kann oder für einen Urlaub oder für Weihnachten schöne Nägel hat, kann ich euch das wärmsten empfehlen. Und ich werde jetzt dann auch einmal schauen, ob ich das mit diesem UV-Nagellack auch machen kann. Werde aber den Vorgang jetzt euch nicht noch einmal alles zeigen, weil ich mir denke, das ist für euch langweilig, denke ich mir mal, Fragezeichen. Und werde das mit denen auch probieren und ich werde euch in 3 Wochen berichten, ob das geht, ob man mit Trended Up UV Power Gel auch das verwenden kann oder nicht. Und werde euch dann auf jeden Fall mal das berichten und berichten, ob es auch wirklich 3 Wochen gehalten hat. Ja, meine Lieben, das war es jetzt von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ob ihr Erfahrungen mit der Marke schon habt, was Mrs. Bella rausgebracht hat, oder ob sie eine andere Marke verwendet und wenn ja, seid sie mit denen zufrieden und ja, das würde mich einfach interessieren und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video, eure Lola und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben lässt natürlich und vielleicht auch einen Kommentar lässt. Bis zum nächsten Mal, eure Lola.